Zeit an Tag 2. Sebastian, bist du bereit? Ich bin bereit, aber sowas von. Und auch die Herren dort unten. Und wen haben wir da? Hier wieder in Oberhausen, den wir hier begrüßen dürfen. Zum ersten Mal seit dem 26.04. seit Superstars of Wrestling. Ist der Superstar wieder da? Genau. Und schau dir an, es beginnt genau mit derselben Konstellation, wie es geendet hat. Tommy End gegen Davey Boy Smith Jr. Richtig. Damals war allerdings Tommy End noch World Champion und Smith wollte ihm den Titel abnehmen. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, wen sehe ich da in der Ecke? Die Kehle holen. Naja, den Boss und Kim Ray. Ich habe ein offizielles Anschreiben übrigens an die Kehle holen gestellt, um zu fragen, wie es denn mit Kim Ray weitergeht. Wie es angekündigt wurde, wird der Arbeitsvertrag nicht verlängert, aber bis zum 31.12. diesen Jahres ist Kim Ray noch offizieller Mitarbeiter der KL Holding. Wie sich das auf seine Motivation auswirkt, wage ich jetzt mal nicht zu beurteilen. Ich meine, das muss das Controlling der KL Holding erledigen. Ja, hatte schon ein Zeichen gesetzt, dass er nicht mit einem KL Holding Shirt zu Ring kam, sondern stattdessen auf das 14th Anniversary Tour T-Shirt der WXW zurückgreifen konnte. Was ihr übrigens auch im Shop erwerben könnt. 14 Jahre WXW, ein Wahnsinn. Und Tommy End? Tja, der hat ja eigentlich mal die KL Holding engagiert, sie zu nutzen, um sich Big Daddy vom Hals zu halten. Das Ganze hat aber auch nur temporär funktioniert, denn das Shortcut to the Top brachte den Sieg für den Big Daddy. Und dann war es soweit. Dann konnte sich beim Fan Appreciation Weekend der Big Daddy den Titel sichern. Er ist jetzt hier in der Mountposition, aber die ist gar nicht so vorteilhaft. Oh, unglaublich. Ja, der Sohn des British Bulldogs. Einer der größten Superstars unserer Zeit und unserer Kindheit, muss man einfach dazu sagen. Der Sohn steht hier im Ring von Westside Extreme Wrestling. Und steht seinem Vater in nichts. Wer hätte das vor 14 Jahren mal gedacht? Tommy ist gleich der Bedrängnis. Aber nicht vergessen, der Mann ist Kickboxer, der weiß, wie man zuschlagen und zutreten muss. Attack von Davey Boy Smith schon zielig an und er fängt den Crossbody einfach ab. Den Kraftvorteil, den hat er. Wird hier auf die Matte geslampt, der Niederländer aus Amsterdam. Electrop geht ins Leere und dann der gefürchtete Kick. Oh, das ist eine Geschwindigkeit, der Kick, der hätte ihm den Kopf abtreten können. Aber noch schneller ist Davey Boy Smith Junior und weicht aus. Oh, Sascha Kehl wechselt sich selber ein. Gegen Robert Dreisker, der mit neuer Gier heute auftritt. Ja, Bam Bam Dreisker ist in der Haus. Und vor allem, Robert Dreisker hat ja noch ein Hühnchen zu rupfen mit Sascha Kehl. Auf jeden Fall. Das letzte Mal gab es den Schlag mit der 16 Karat Goldkette, die den Sieg brachte für Sascha Kehl. Und jetzt ist natürlich darüber der Robert Dreisker alles andere als erfreut und wird jetzt seinerseits die Rache suchen. Hast du jetzt gerade gesehen, die Schulterblocks, die sind wirkungslos aneinander abgeprallt. Da ist er in der Malte auf die Matte. Und Big Daddy Walter ruft seinem Tag Team Partner entgegen, was er zu tun hat, wie er sich wehren soll. Er motiviert ihn. Aber Robert Dreisker ist schon wieder auf den Beinen. Jetzt gibt es einen Schlagabtausch. Hier in der Ringmatte. Sascha Kehl, der Sieger von Ambition 5. Jetzt greift er wieder zu solchen Mitteln hier. Stich in die Augen.
Aber Dreisker kann sich befreien. Beide prallen zusammen. Dasselbe Ergebnis wie eben. Aber jetzt! Da schleudert ihn durch den Ring. Den Mann aus Split. Martin Kroatien, wie viel Kraft musst du aufbringen, um einen Mann wie Sascha Kehl zu Boden zu rammen? Die Avalanche ist eine Naturgewalt und die bringt das fertig. Oh, und jetzt kommt das, was wir demnächst erwarten. Demnächst geht es an das Duel of Three Falls Match. Und Kim Ray wechselt sich ein. Kim Ray gegen Walter. Ja, der letztes Jahr schon Big Daddy gegenüberstand in der World Shrine gelegt. Und den sogar am Rand einer Niederlage hatte. Ja, Gott, miese Attacken auf das Bein. Tommy End lockt seinen eigenen Partner aus. Davey Boy Smith. Oh, und Kim Ray alleine. Zusammen mit Sascha Kehl. Gegen die drei. Oh. Doppelter Aufschlag, doppelte Wirkung. Und jetzt ist Big Daddy an der Reihe. Und haut beide aus dem Ring. Die Outsiders. Und David Hart Smith Jr. Ja, Teamberatung dort unten. Und jetzt Dissonanzen. Oh, und die Dissonanz heißt Kimber in den Ring gegen Walter. Oh, was schreit der? Choppt ihn aus dem Leben. Oh mein Gott, was für ein Elbow-Drop. Wenn über 140 Kilo plötzlich auf dich drauf fallen, dann ist es mal schnell vorbei. Gute alte maximale Beschleunigung hier. Und jetzt Robert Dreisker. Die Outsiders mit der brutalen Team-Manöver. Die Übergabe von Kim Ray und Robert Dreisker seinerseits mit dem Body Slam. Und jetzt auch ein Elbow Drop. Nein! Der Leg Drop! Der Leg Drop von Robert Dreisker. Wunderbar ausgeführt. Dass Kimber überhaupt noch die Möglichkeit hat, da überhaupt rauszukommen. Ja, auch er irgendwo der Lone Wolf, der Kämpfer, der Taekwondo schwarz wird. Vertical Suplex! Und dann wirft er ihn einfach weg. Wie ein nasses Handtuch. Double Underhook. Und da schmeißt er ihn durch die Gegend erneut. Was für eine Urgewalt, die entfesselt ist. Im Main Event. An Tag 2 der World Triangle League. Oh, doppelter Fuß für Kim Ray. Und auch die Halle hat es wieder mal angekündigt worden. Alle außer Kim. Oh, der kann sich hier tatsächlich wehren. Ein Job gegen Big Daddy Walter? Und die zeigen Wirkung! Aber da geht er in die andere Ringecke. Oh, was für ein Batschen! Hier für Kim Ray. Diese Brutalität, die der Big Daddy an den Tag legt. Man sollte ihn nicht aggressiv machen. Oh Gott, es will nein. Oh, sie töten ihn. Da bleibt nicht mehr viel Leben in ihm. Wir kennen diese Manöver nur zu gut von den Outsiders. Quetschen hier die Luft aus Kim Ray und... Das wird es da wohl gewesen sein. Und die Luft wäre raus gewesen, wenn Sascha Kehl hier nicht... Ja. Seinem Leiharbeiter zur Seite springt. Das hätte ich nicht gedacht, dass er das nochmal tut. Ich dachte, er will das Match garantiert nicht verlieren.
entwickelte, war er schon an der Titelchance dran, hat sie versucht zu nutzen. Ja, und am Ende endete es mal wieder mit einem Spucken in die entgegengebotene Hand von Big Daddy seitens Sasha Kehl. Oh, Kim Ray geht zu Boden nach diesem Job. Wenn diese Schnitzelteller große Hände aus wie ihn auf der Brust treffen. Backbreaker. Und Kimmel sollte jetzt so langsam mal einen seiner Partner einwechseln. Er hat die Möglichkeit. Aber er wollte ja selber ran. Ja. Die aktuelle Kampfzeit beträgt 10 Minuten. 10 Minutes in this match. Aber er scheint ganz damit zufrieden zu sein, bezahlt zu werden, ein Arschloch zu sein. Und hier der Chinbreaker. Harter Takedown hier von Robert Dreisker. Oh. Und da ist Tommy End. Sasha Kehl wird abgeräumt. Eirik. Nach dem Griff ins Gesicht. Whipping gekontert. Gottes Willen. Kimbray wird abserviert. Da soll es nach oben gehen zur Vaderbomb. Aber da ist Sasha Kehl. Oh, oh, oh mein Gott. Olympic Slam vom zweiten Seil. Jetzt hilft auch noch Kim Ray zum Cover. Und da ist der Ray. Ah. Oh, warum, weil Dreisker, der schafft es tatsächlich, trotz dieser wuchtigen Attacke, nochmal aus diesem Cover herauszukommen. Und jetzt übernimmt es der Chef der Kill Holding persönlich. Und nimmt es mit der Lawine auf. Elbows in den Rücken. Bis zur totalen Zerstörung. Jetzt ist er wirklich auf einem Pfad der Zerstörung. Der Sieger von Ambition 5. Oh, dieser hoch eingesprungene Ellbogen. Gegen den sowieso schon ledierten Rücken. Und jetzt Tommy End. Mit den gefürchteten Kicks. Du hast es gesagt, der fahrende Kickboxer. Ohne Chance, Robert Dreisker in diesem Augenblick. Und rollt hier seine beiden Kontrahenten auf. Räumt vor allen Dingen Big Daddy ab. Aber der versucht in den Ring zu kommen und Rainer Ringer muss ihn zurückhalten, denn das ist die Regel. Aber in seinem Rücken jetzt. Aber freut sich Robert Dreisker abgekannt und hat es fast geschafft. Aber die Kill Holding. Sie schmeißen sich zu dritt auf ihn insgesamt. Ja, die Kehl Holding und Tommy End. Heftiges Auswuchten hier von Robert Dreisker. Tommy End kann natürlich hier noch ein Zeichen setzen nach dem Sieg gegen Yushin Thunder Liger gestern im Main Event. Unglaublich. Und dann steht ja das große Two out of Three Falls Match um den WXW Unified World Wrestling Championship an. Und die Avalanche steht daneben. Kim Ray taumelt langsam durch die Ringmitte. Sunset Flip! Und das in Rohr 30, aber da ist der Kick von Tommy End. Unterbricht hier den Pin. Den sicher geglaubten Sieg von Robert Dreisker. Aber das ist eben ein Tag Team Match und hier ist ja die Gefahr noch größer bei dem Kampf Mann 3 gegen 3. Eingehakt. Robert Dreisker wird gewürgt, Dominus was das Zeug hält. Aber unter den Anfeuerung des Publikums kommt Dreisker wieder auf die Beine, hebt das Versuch, aber er kann sich tatsächlich irgendwie befreien. Nein, Kim Ray bleibt dran. Wissen, was für eine Stärke. Beinahe zum Wechsel gekommen. War in die richtige Richtung unterwegs. Der Taekwondo Schwarzkorb mit diesem Kick.
Sascha Kehl fordert ihn auf. Dass Kim Ray ihn in die Ecke buxiert und das gelingt ihm tatsächlich. Bleibt jetzt hier am Drücken. Er ist schon den Olympics-Slam gegen Robert Reisker zeigen. Und eine Kraftleistung kommt da gleich. Also sie machen das sehr intelligent, wechseln häufig durch und geben Robert Reisker im Gegenzug nicht mal die Gelegenheit, einen Wechsel zu schaffen. In der Ringecke. Verfolgen diesen Shoulder Tackles. Und da setzt er ihn auch sowas zu sein. Was ist das? Was hat er denn vor? Aber da, Robert Reisker wehrt sich. Mit dem Headbutt. Du kommst angeflogen. Mit dem Flying Shoulder Block. Wie eine Ramme. Zieht durch die Luft. Und das Tor, Sascha Kehl, es geht so brav. Als wenn dir einer eine Planierraupe ins Gesicht wirft. Und jetzt kann Robert Reisker vielleicht wechseln. Big Day und ja, der Partner David Hart Smith Jr. strecken die Hände aus. Aber da ist wieder Kim Ray. Robert aber abgefangen. Von beiden Männern und der Back von den Robben. Und jetzt der Wechsel an Big Daddy. Der Weltmeister ist im Ring. Keine Chance, die Kehl Holding. Shotgun Dropkick! 196 cm kroatische Größe, fliege bei diesem Dropkick durch die Gegend. Und Kim Ray kann das Cover unterbrechen und wird sie aus dem Ring befördert. Von David Hart Smith, vom Kanadier, dem gleich nachsetzt. Und Tommy Hent weicht hier aus. Der Close End ausgewichen. Oh, Ansatz zum Chokeslam. Oh, da ist Sascha Kehl, ja. Der Mann passt auf. Robert Reisker versucht sich auf dem Apron immer noch zu fangen. Smith hilft hier seinem Partner, dem Big Daddy. Winkt ihn heran. Oh, und jetzt soll sie kommen. Da kommt die Lawine und sie trifft die Avalanche. Sascha Kehl wird zerstört. Aber seine Partner helfen ihm und retten ihn gerade noch in letzter Sekunde. Und der Sharpshooter! Und es gibt keine Kombi. Um Gottes Willen! Und was ist das? Der Sharpshooter! Dreifach! Unglaublich! Was für ein Moment! Ein Moment für die Ewigkeit! Drei Scharfschuss in einem Ring, unterstützt von einem Smith-Familienmitglied. Der Wahnsinn! Oh, Sascha Kehl jetzt alleine mit dem Big Daddy hier im Ring. Soll das Ende sein, aber Point Bank Power, Body Drop an Big Daddy. Die Powerbomb abgewehrt. Und da hat er ihn. Der Ansatz zum V-Chuck ausgekontert. Der Big Daddy kommt da wieder raus. Oh, was für ein Big Boot. Da geht Sascha Kehl zu Boden. Seine Partner sind gerade nicht verfügbar. Harte Lariat gegen den Kroaten. Und da wäre es doch fast gewesen. Der Freakout für die Outsiders. Und Davy Boy Smith Jr. Wow! Was
das für ein Main Event? Powerbomb? Nein, da ist Tommy End mit dem Kick an den Kopf. Und da ist das Zeichen, von dem ich gesprochen habe. Oh. Aber der Big Daddy verfügt noch über genügend Kraftreserven, um sich da rauszubauen. War rechtzeitig wieder bei Bewusstsein. Und Tommy End fordert hier Sascha Kirov zurück zu Kobe einzuwechseln. Natürlich haben wir seit 20 Minuten. 10 Minuten remain. Aber da war Kimbrell dazwischen mit seiner Hand. Hat die Hand dazwischen geschoben. Oh, 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 oh. Rollen sind ja auf hochzukommen. Moment. Kimbrell kann zum Klatschen kommen und es macht hier wirklich jemand mit. Ansatz zum Jetkick ausgewichen. Oh, das war ein Suplex gegen den Dortmunder. Oh, und jetzt heißt es hier, Robert Reisker, der kommt auch nochmal an, räumt Sascha Kehler und Tommy End ab. Und zusammen gehen sie jetzt alle auf Kimbrell los. Oh nein, da kommt er, der trägt ihn. Er, du weißt, was kommt. Großglockner! Großglockner gegen Kimbrell. Und das Cover, das ist der Sieg. Das, da, da. Oh, und Barry Destom auf Big Daddy. Gerade so verändert Tommy End die Niederlage. Meine Fresse. Are you kidding me? Oh, Wahnsinn. So oft sind wir schon gesehen, dass das Match endet. Oh! David Asmus zieht das Seil oder Tommy End stürzt aus dem Ring. Und jetzt ist es Kimbrell gegen Robert Reisker. Da kommt er. Oh, mit dieser Senten. Wenn über 120 und Kilo. Und das kann er, Robert Reisker. Nein. Kimbrell kommt da doch mal raus. Bei dem, was der alles schon einstecken musste. Wie kann der da noch rauskommen? Während außerhalb des Rings wild gebrawlt wird. Einfach nur krank, was wir hier sehen. Sascha Kehl versucht, in den Ring zu kommen. Ja, während Robert Reisker hier die Avalanche auslöst. Gottes Willen! Wow. Robert Reisker mit dem Cannonball in die Ecke. Und dem erfolgreichen Cover. Und der Erfolg für Robert Reisker, die Outsiders und David Hans mit dem Main Event. Unglaublich!